Willkommen zu einem MyPV-Praxistipp. Wie kann ein Aktor oder eine ACLVE die Überschussinformation von SolarEdge bekommen? Unabhängig vom Hersteller ist bei der Ansteuerung durch einen Wechselrichter immer ein Einspeisezähler im System erforderlich. Die Abfrage des Wechselrichters liefert ansonsten keine Daten. Damit der SolarEdge-Wechselrichter jetzt die nötigen Informationen über das Netzwerk zur Verfügung stellt, muss zunächst Modbus TCP beim Gerät aktiviert werden. Beachten Sie an dieser Stelle auch die Portnummer. Beim Aktor kann SolarEdge manuell auch als Signalquelle am Display ausgewählt werden. Manuell bedeutet, dass die IP-Adresse des Wechselrichters fest eingestellt wird. Wir empfehlen dazu, dem Wechselrichter eine statische IP-Adresse zu geben. In einigen Fällen kann es passieren, dass entweder die Geräte-ID oder die Portnummer bei SolarEdge noch angepasst werden müssen. Dazu ist das Webinterface erforderlich. Bei der ACLVE braucht man das immer, da das Gerät über kein Display verfügt. Das Webinterface ist aber für Aktor und für ACLVE völlig identisch. Bei den Steuerungseinstellungen können diese Parameter angepasst werden. Sollte der Wechselrichter eine andere ID haben als die 1, dann wird das an dieser Stelle berücksichtigt. Auch der Geräteport könnte statt 502 1502 lauten. MyPV ist aus Prinzip offen für die Fremdansteuerung durch Drittanbieter. Informieren Sie sich darüber ruhig näher auf unserer Webseite.